Hallo, mein Name ist Andreas Rienhofer und ich bin Geschäftsführer der Firma Innovativ. Bei der Innovativ betreiben wir die bekannte E-Learning-Plattform Spedifort. Aber bevor wir mit dem Video heute starten, wie schon allseits üblich, grüßen wir die Schröder GmbH hier virtuell. Immer wenn wir jemanden in Social Media sehen und auffallen, senden wir somit virtuelle Grüße raus. Das haben wir hiermit erledigt. Zur heutigen Publikumsfrage geht es um wirklich eine grundsätzliche Idee, Diskussion, Anregung. Die Frage ist, was wir dazu sagen, E-Learning mit und eigenen Inhalten. Die Sache ist die, wir hatten dieses Feature am Anfang nicht. Wir haben am Anfang Quereinsteiger fit für die Speditionsbranche gemacht, haben das Portfolio dann erweitert um das Thema Arbeitsschutz, haben dann Drittanbietern, also wir haben einen Marktplatz geschaffen, wo wir anderen E-Learning-Anbietern einen Marktplatz zur Verfügung stellen, wo deren Inhalte auch verkauft werden können, egal ob in unserer Flatrate oder aus Einzelkauf zusätzlich. Das kann ein Thema Datenschutz sein von anderen Anbietern, Microsoft Office und dergleichen. Von meiner Idee her haben unsere typischen Kunden aber keine Lust, eine Plattform für Auszubildende zu haben, eine für den Thema Arbeitsschutz, eins für Office-Schulungen, das andere eine eigene Plattform für Speditionsschulungen und dergleichen. Deswegen ist unser Ziel, und deswegen freut mich auch die Frage sehr, E-Learning für die Spedition und Logistikbranche salonfähig zu machen. Und das kann nur mit eigenen Inhalten funktionieren, denn sie wollen nicht 3, 4 verschiedene Lernmanagement-Plattformen und die eine administrieren sie hier, bei der anderen können sie nichts administrieren, da lassen sie sich dann ein Zertifikat ausdrucken und dergleichen. Das heißt, jeden Tag, wenn wir aufstehen, arbeiten wir daran, was braucht eine typische Spedition oder ein typischer Logistikbetrieb oder welche Features können wir damit zur Verfügung stellen. Und es ist ganz üblich, dass unsere Kunden einen Onboarding-Kurs machen. Da können sie uns beauftragen, können aber auch selbst ihre Unternehmensgeschichte, Unternehmenswerte, welche Märkte betreuen sie und somit auch ein Wissensmanagement im Betrieb aufbauen. Natürlich flankiert mit unseren Inhalten, die sie nicht wieder neu machen müssen oder von vorn an beginnen, wie Speditionsgrundlagen, Arbeitsschutzthemen und dergleichen. Einem Freund würde ich sagen, wir bieten die Einstiegsdroge und den Rest macht der Kunde. Aber in Wirklichkeit ist es so, wir sehen das nicht aus Agentur, dass wir alles für den Kunden machen. Wir sehen es jetzt auch nicht so do it yourself, dass der Kunde alles selbst machen soll und ein kostenloses Lernmanagementsystem und dann allein, wenn er dann Mitarbeiter benötigt, um die Inhalte zusammenzutragen, also sämtliche Inhalte oder zukaufen, Verhandlungen führen und dergleichen, würden sie ja sonst Arbeitsplätze für das Thema E-Learning schaffen. Und auch wenn die Plattform dann sogar kostenlos wäre, wäre es dann, allein wenn sie wieder die Arbeitszeit rechnen, teurer. Unser Konzept heißt, wir machen es mit dem Kunden, das heißt, wir stellen eine Basis zur Verfügung. Die Basis wird auch aktuell gehalten auf dem neuesten Stand der Technik und das können Sie verfeinern mit Ihren eigenen Inhalten. Also, die Frage ist ganz klar zu beantworten, wenn Sie es ernst betreiben wollen und nicht nur einfach ein paar Zertifikate benötigen, um irgendwelchen gesetzlichen Anforderungen Genüge getan zu haben, muss und soll es mit eigenen Inhalten auch funktionieren. Und das ist hier bei Spedifort einzigartig. Dieses Mal war es ein Video natürlich auch mit einem großen Werbeblock. Da hat uns die Frage sehr gut geholfen. Aber wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns die in den Kommentaren, schreiben Sie uns eine E-Mail oder über unsere anderen sozialen Medien. Ich hoffe, das Video hat Ihnen trotz der Werbeveranstaltung gefallen. Wenn das so ist, liken Sie es, teilen Sie es, abonnieren Sie unseren Kanal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr Andreas Rienhofer.